Was wäre, wenn es die Kartoffel, die Erdäpfel, dieses Knollengemüse nicht geben würde, wenn wir als Menschheit, als Zivilisation dieses Nahrungsmittel nicht zur Verfügung hätten? Wenn unsere Vorfahren die nicht entdeckt hätten, sie nicht nach Europa gebracht hätten? Ich bin mir sicher, die Welt würde anders ausschauen. Ob besser oder schlechter, mag ich nicht bewerten, aber es wäre nicht so, wie es heute ist. Denn dieses Grundnahrungsmittel ist eine der Grundsäulen unserer Zivilisation. Ein Grund mehr, viel über dieses Grundnahrungsmittel zu wissen und auch, wie ich meine, eine Kernkompetenz aufzubauen, nämlich mit Kartoffeln umgehen zu können. Das ist vielleicht eine Frage, die du nie gestellt hast, aber das hier ist trotz alledem die Antwort drauf. Und wenn du wissen willst, worum es dabei geht und was das mit dir zu tun hat, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Show Berlinsk und schön, dass du dabei bist. Es freut mich, das neue Buch ist da, alles über Kartoffelanbau. Und dieses Buch ist eine Antwort auf eine Frage, die sich viele ganz einfach noch nicht gestellt haben. Und das arbeiten wir jetzt in dem Video hier raus. Wie gesagt, billige Eigenwerbung, du kriegst unten den Link, da kannst du das Buch natürlich kaufen. 130 Seiten Softcover. Aber was ist drin und was ist die Idee hinter dem Produkt? Mir ist erst vor einigen Jahren bewusst geworden, wie wichtig diese Kartoffel eigentlich für uns ist und was wir zu verdanken haben. Und dass die Art und Weise, wie wir heute leben und die Zivilisation, die wir geschaffen haben und die Menge an Menschen, die wir ernähren können, nur oder zu einem guten Teil auf die Kartoffel beruht. Nur ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf einen guten Teil. Die Hochkulturen in Südamerika, da war die Kartoffel ganz, ganz wichtig. Und bevor diese Kartoffel zu uns nach Europa gekommen ist, gab es permanent Hungersnöte, immer wieder. Die Versorgungssicherheit und auch die Menge an Kalorien, die war einfach begrenzt. Nach der Einführung dieser Kartoffel gab es am Anfang einmal Widerstände, weil was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Da gab es dann unterschiedliche Aktionen, wie zum Beispiel auch den Kartoffelbefehl von Friedrich den Großen. Sehen wir heute in China auch wieder, aber dazu komme ich dann gleich. Und als die Kartoffel sich durchgesetzt hat und immer stärker integriert wurde, ist auch die Bevölkerung gewachsen. Dass natürlich auch medizinische Fortschritte da waren, das ist alles nicht der Punkt. Aber durch die Kartoffel hat sich auch die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln massiv verbessert. Es gab immer wieder ein paar Rückschläge. Irland zum Beispiel im 19. Jahrhundert mit der Kartoffelfäule, die es damals gab. Sehr viele Todesopfer, weil sie sich voll und ganz auf die Kartoffel gestürzt haben. Aber auch das Bevölkerungswachstum, das sie davor hatten, konnte nur durch die Kartoffel passieren. Und jetzt kann man sagen, es sind eh viel zu viele Leute hier auf der Welt. Also wenn du die Einstellung hast, dann schalt bitte das Video ab. Aber mag ich dich bitten drum, ganz freundlich. Aber der Punkt ist, wenn die Kartoffel so wichtig ist, um die Bevölkerung zu ernähren, dann sollte sie mehr Aufmerksamkeit kriegen, als sie jetzt hat. Und wenn du dich für Krisenvorbereitung interessierst oder für Selbstversorgung oder beides, dann kommst du an dieser tollen Knolle einfach nicht vorbei. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Die Chinesen entdecken das auch schon. Reis, ne? Ich meine, China ist gleich Reis. Aber die chinesische Regierung hat vor 5-6 Jahren damit begonnen, massiv in die Kartoffeln zu investieren. Auch einen Kartoffelbefehl herausgegeben wie Friedrich der Große und möchte erstens zum größten Kartoffelproduzenten und Exporteur der Welt werden. Ja, die Chinesen setzen sich immer große Ziele. Und sie wollen auch innerhalb, also im Binnenmarkt, den Reis immer stärker verdrängen. Warum? Er braucht mehr Energie, er braucht mehr Wasser und du hast weniger Kalorienertrag als bei diesem Teil hier. Auch die Organisationen der UNO, die sich um Agrarwissenschaft und um die Ernährung der Weltbevölkerung kümmern, setzen voll auf die Erdäpfel. Und jetzt kann man von den Chinesen und von der UNO halten, was man will. Aber der Punkt dabei ist, da ist was dran. Ich bin der Meinung, dass Kartoffeln in jede Art von Krisenvorbereitung eingebaut werden muss. Wenn du das anders siehst, dann schalt das Video von mir aus auch ab. Aber genau das ist der Punkt. All die ganzen lustigen Vorräte und Ausrüstungsgegenstände, die wir haben, die sind cool und es ist super. Aber wenn es ein bisschen länger dauert, dann ist dieses Ding hier unter anderem eines der wichtigsten Nahrungsmittel, die du zur Verfügung haben kannst.
Das Buch ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, da komme ich dann gleich dazu. Aber wie komme ich dazu, dass Manuela Kainer und ich dieses Buch gemacht haben? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu dieser Kartoffel gekommen bin und was meine ersten Berührungspunkte, außer mein Gaumen und meine Zunge, waren. Und das war von meiner Großmutter, von der Oma. Da gibt es auch die Oma-Liste, gebe ich da auch unten den Link, wenn du die noch nicht hast, ist die Krisenvorbereitungsliste von meiner Oma. Und ich war in den Sommerferien immer wieder bei ihr zu Besuch, weil meine Eltern unterwegs waren, Kulturreisen gemacht haben nach Frankreich. Es hätte mich auch überhaupt nicht interessiert, war ich bei der Oma, hat mir ertaugt. So. Und jeden Tag sind wir in der Früh aufgestanden, sehr früh aufgestanden, und zu ihrem kleinen Schrebergarten gefahren, den sie hatte. Absolut unnötig, also muss ich ehrlich sagen, der Hofer oder die Billa und all die Supermärkte, die waren in Gehweite. Ja? Und der Schrebergarten war weiter weg. Aber die hat jeden Tag Erdäpfel und anderes Gemüse geerntet einerseits. Die Kartoffeln nicht geerntet, aber das Gemüsesalat immer mitgenommen und so. Aber die hat, auf ihre Kartoffeln war sie ganz heikel. Die musste man von unten gießen, da durfte man nicht drauf gießen, sondern musste man von unten reingießen. Jetzt weiß ich auch warum. Wie auch immer, Schnecken glauben und Kartoffelkäfer zerdrücken und all die Dinge. Das war ihr wichtig. Und wenn ich so drüber nachdenke, warum macht die das? Oder warum hat sie das gemacht? Obwohl es doch den Sack Kartoffel ganz billiger gegeben hätte. Und die Mühe, die sie sich da gemacht hat, da hätte sie doch herumsitzen können und weiß ich nicht, Nasen bohren. Aber die Frau hat zwei Weltkriege mitgemacht. Die hat erlebt, was Hunger ist. Die hat ein Kind durch den Zweiten Weltkrieg meinen Vater bringen müssen. So wie viele andere auch. Aber sie hat immer erzählt, dass sie einen Garten hatte und dass der die Grundlage von ihrer Ernährung war. Und daher sage ich es noch, und Erdäpfel waren da ganz, ganz wichtig, die waren ja ganz heilig. Und daher sage ich es noch einmal, wir sollten aus der Vergangenheit lernen, um eine mögliche Zukunft zu sehen. Ich sage nicht, dass eine Krise hundertprozentig kommen wird und die zusammenbrechen und alles. Das ist nicht so mein Ding, ich bin nicht so der Prophet. Aber ich halte Dinge für möglich. Und während ich auf der einen Seite Technologie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, eh alles coole Roboter, ist super und wir haben wieder einen Quantensprung in unserer Evolution und Zivilisation, machen sie eh alles cool, ja, aufregend und super. Aber umso höher du steigst, umso weiter kannst du auch runterfallen. Wir verlernen langsam, Schritt für Schritt, diese elementarsten Dinge. Da rede ich nicht nur von Feuer machen, meine Güte, ja. Ich rede davon, dass viele Leute einfach nicht einmal mehr wissen, wie das hier geht. Und das ist schlecht. Ich finde das wirklich schlecht. Ich finde das sehr, 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 sehr schlecht. Meine Kinder, die ich natürlich auch in dem Buch verewigen mussten, kriegen von klein auf und haben von klein auf diese elementaren Dinge mitbekommen. Wenn ich jetzt den Tobias hernehme, Lesen, Schreiben, Rechnen, Fremdsprachen, Mathematik, Programmieren und so weiter, das fangen wir alles mit ihm an. Also solche Kulturtechniken, so cool, ja, Digitalisierung, Roboter und Aber auf der anderen Seite vergesse ich niemals, was Mensch aus sein macht, so sein ausmacht. Ja? Dass es, wenn ich zurückblicke, dreckig und fürchterlich war und schwierig und deswegen gewisse Glaubenssysteme einfach wichtig waren, weil man selber keine Kontrolle hatte, weil es kein Fallnetz gegeben hat und man daher halt auch an ein höheres Wesen wie Gott, man kann an Gott glauben oder nicht, das ist nicht der Punkt, aber das war einfach, wo wir uns heute fragen, wie konnten die irgendwelche Zaubersprüche oder irgendwelche Danksagungen aufsagen, diese Verrückten. Gibt es ja eh alles im Supermarkt. Ja, aber wenn du von der Natur abhängig bist und Garten ist Natur, dann läufst du in einer ganz anderen Ebene ab. Und diese Basiskenntnisse und Fähigkeiten, die fehlen so vielen Menschen. Und das ist ganz, ganz schlecht. Und daher, der Tobias ist dabei beim Einsetzen, beim Beetemachen, beim Ernten, was ihm natürlich extrem taugt, beim Glauben, beim Kartoffelkäfer zerdrücken, so wie ich es gemacht habe. Und das gehört zur Kompetenz des Menschen genauso dazu, wie einen Computer zu programmieren oder am Handy herumzuspielen oder eine App zu bedienen. Das beides gehört dazu. Das ist meine Meinung dazu. Weiß nicht, wie du das siehst. Und dieses Buch
soll so ein Bindeglied sein, soll eine Antwort auf eine Frage, die mittlerweile ja fast niemand mehr stellt, sein. Wenn du das durchgehst, da sind natürlich auch sehr viele Tipps drinnen und sehr viel tiefes Wissen, das vielleicht für den Anfänger am ersten Schritt nicht so wichtig ist. Aber wir zeigen dir hier, wie du daheim auch in einem verdammten Kübel anfangen kannst, Kartoffeln zu ziehen. Und nicht aus dem Grund, weil du dann die Krise, wenn die Zombies kommen, überlebst, sondern dass du eine Basistechnik beherrschst, die zum Menschsein dazugehört. So wie Feuer machen und dass man sich da draußen ein bisschen auskennt. Das gehört dazu. Und wenn du nur einen Platz für einen Kübel hast, dann geh und mach es. Es ist halt dann weniger Arbeit, hast auch weniger Ertrag. Aber dass du verstehst, wie es funktioniert, dass du siehst, aha, jetzt ist mir das eingegangen. Oh, jetzt ist sie reif. Ah, so schaut die Blüte aus. Ah, das funktioniert dann so. So muss ich anhäufeln. Ah, den Dünger gebe ich rein. Wenn ich den Kübel nie die Erde wächste, dann ist nach einigen Zeit alles aus und meine Erdäpfel sind nur mehr ganz klein. Das ist ein Prozess, der hier passiert. Dann kriegst du eine feste Bindung zu dieser tollen Knolle. Und daher, entweder kaufst das Buch, wenn du das willst, freue ich mich natürlich, musst du aber nicht. Du kannst auch so einfach loslegen. Das ist halt deine Abkürzung, das ist deine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass du schnelle Ergebnisse kriegst. Aber komm in die Gänge und fang an. Fang an, etwas zu tun, wieder diese Kernkompetenz des Menschen aufzubauen. Und umso mehr Leute das haben, umso besser. Das war die Idee des Buches und das ist auch die Idee all der anderen Bücher, die wir in diesem Zusammenhang geschrieben haben. Dass du ins Tun kommst, dass du ins Handeln kommst, dass du etwas ausprobierst. Und die hier, die sind wirklich verdammt, verdammt wichtig. Hol dir das Buch, studiere es jetzt, wenn du noch nicht angefangen hast, auch im kleinen Rahmen deine Erdäpfel anzubauen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einmal das Buch zu kaufen und zu schauen, was brauche ich und wie geht das und wie kann ich das und wie tue ich das und wie ist das und wie sowieso und überhaupt. Geh auf den Button und sei dabei, damit du dann nächstes Jahr so richtig schön anfangen kannst. Damit du anfangen kannst und damit du loslegst. Du kannst jetzt alles besorgen. Mach das. Hol dir das. Du hast da auch, wenn du da jetzt draufklickst, dann die Möglichkeit, dir auch das Workbook, also das E-Book, wenn du nicht auf das Buch, wir schicken das übrigens in die Schweiz, Österreich und Deutschland kostenlos, ist alles im Preis inkludiert, kriegst du dieses Buch. Softcover, 130 Seiten. Alles top, alles schön, alles wunderbar. Kannst auch das E-Book plus das dazugehörige Workbook dir aneignen. Im Workbook sind dann noch einmal Tipps dabei, wo du Saatgut bekommst. Ja? Welches Saatgut es gibt, was da gut funktioniert, welche Saatkartoffeln es gibt, welche Sorten wir empfehlen, für welchen Boden. Noch einmal einen wunderschönen Arbeitskalender dazu. Also hol da auch das lohnt sich. Und wenn du ganz am Anfang stehst, wenn du sagst, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber Reini, du hast vollkommen recht, was du sagst. Ich finde, du hast recht, aber ich habe keinen Plan, wie ich anfange. Dann gibt es auch einen Videokurs, den kannst du auch dann gleich dazu nehmen. Da zeigen wir dir wirklich Schritt für Schritt in Videos, wie das geht, wie tief man das einsetzt. Da ist es beschrieben, aber da zeigen wir es dir. Und wenn du also auch einen Fernlerngang belegen willst, dann kannst du das auch tun. Musst du aber nicht. Aber fang an, komm in die Gänge und tu etwas. Unten ist der Link. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst, welche deine ersten Berührungspunkte, damit meine nicht Essen, sondern so Kartoffelanbau war. Hast du überhaupt Ahnung? Hast du keine Ahnung? Schreib mal bitte einen Kommentar, das würde mich freuen. Daumen nach oben oder nach unten, Link unten zu dem Buch. Holst du? Holst du. Ein Abo, ein anderes Video. Da geht der Link noch einmal. Aber ich freue mich, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald und ciao.